Ja, das geht. Heute kommt jetzt der zweite Teil von dem Sammlungsvideo, wo neulich der erste Teil kam. Und ich würde sagen, ich starte direkt mal mit meinem alten Ordner. Das ist praktisch mein Ordner aus Kindheitstagen. Also hier sind so Sachen drin wie Thor, Herr der Asen, XX Saber Gotthems, 100-äugiger Drache. Einfach so random Synchros, die ich cool finde oder damals cool fand. Es sind zwischenzeitlich auch ein paar andere Karten dazugekommen. Irgendwie so unnötig, ich habe mir die Karte noch nicht bestellt, ich habe die einfach schon. Ja, dann hat die einfach noch so X-Sabers. Das sind so Karten, die habe ich in Amerika damals gekauft. Teilweise hier auch echt nice Rarities, so dieses Secret Rare. Die Karten, da sind teilweise auch ein paar Random-Karten drin, die ich vor ein paar Jahren neu gekriegt habe, wo ich auch noch keine Ahnung hatte. Einfach random da reingetan. Ja, die klassischen Karten sind da dabei, die jeder irgendwie früher hatte. So Elementarhelden oder so Sphinx, Anthro Sphinx und Teleia, die Sphinx, also wer die Karten nicht hatte, ich weiß nicht, die hatte irgendwie jeder. Dann so normale Monsterkarten, finde ich auch immer ganz cool, einfach als klassische Karten. Vor allem dieser Zaggy, der dunkle Clown, das ist so eine richtig, so richtig auch eine meiner ersten Karten gewesen. Ja, einfach die klassischen Standardkarten. Nicht besonders spannend, nicht besonders interessant, muss man ehrlicherweise natürlich sagen. Aber halt die ganz lustige Sachen dabei. Und ich dachte früher auch zum Beispiel immer, so wenn ich jetzt hier so drei Karten habe, so dreimal Arkane Macht, dann kann ich schon voll viel damit machen, aber das bringt ja überhaupt nichts. Das Rocket Jumper, das war wirklich von meinen ersten Karten. Da hat mir meine Oma irgendwie so ein paar Booster geschenkt. Aus Amerika, aber es war auch also irgendwie voll random, weil die waren teilweise irgendwie schon offen. Übel komisch auf jeden Fall. Aber die hat es mir aus den USA auf jeden Fall mitgebracht. Da war auch dieser Muka Muka gerade dabei. Einfach die klassischen Karten, die jeder kennt von diesen alten Storm of Ragnarok und wie sie alle. Hießen. So ein paar Karten finde ich echt, heißen echt lustig. Wow, bist du zum Beispiel oder sowas. Spielmarken Eiscreme. Ich habe auch ein paar Karten rausgemacht, die tatsächlich spielbar sind, sage ich mal. Zum Beispiel Beschwörungslimit hatte ich. Das war auch eine meiner ersten Karten. Und dann so Karten wie Fossile Grabung spielen mir auch heute irgendwie lustig. Ernste Autorität. Ich verstehe es nicht, da ist einfach dieser Typ drauf, der auch bei Solemn Strike und Solemn Judgment drauf ist. Aber diese Karte hat irgendwie nichts mit den anderen Karten zu tun, wo die echt richtig geil aussieht. Ja, echt relativ langweilige Sachen. Baboko, Zauberschild Typ 8, das war auch, waren auch welche meiner ersten Karten. Und Blinde Zerstörung. Und Riesentornade. Ich meine, man sieht, wie die aussieht. Ich würde sagen, die kann man noch safe auf einem Turnier spielen. Zum einen ist sie natürlich legal, die Karte. Zum anderen ist sie auch in einem ziemlich guten Zustand. Hier auch einfach mal so eine Fake-Karte. Meine einzige Pokémon-Karte, wobei ja zwei Pokémon-Karten habe ich. Also sechs Samurai-Karten. Einfach Force-Attacks-Karten und eine Bionicle-Karte. Ja, das ist mein alter Beiler. Okay, oh, das sind doch noch mehr Pokémon-Karten, aber die sind neu. Von McDonald's einfach. Ja, also relativ langweilig. Ja, aber es nervt mich gerade richtig, dass ich einfach diesen Tigerkönig bestellt habe. Ich dachte, ich habe den, ich habe aber nicht nachgeschaut. Und ich habe ihn wirklich so unnötig. Gut, aber ich würde sagen, dann machen wir einfach weiter mit dem nächsten Beiler. Das ist ein Beine, mit dem habe ich glaube vor 2 Jahren angefangen. Übrigens richtig geil finde ich. Mit Kaiba drauf. Und ja, die erste Seite. Erstmal schön Exodia. Sieht, finde ich, richtig geil aus. Die obere ist ultra rare, also der Kopf sieht man leider nicht. Der ist auch, hat auch keine Rarity, aber war ansonsten früher einfach immer zu teuer. Dann hier auch nochmal die drei Sphinxen, aber alle Nirmint. Weil die in so einem spanischen Booster drin waren. Dann kommt hier die Blue-Eyes-Seite, ist natürlich die schönste. Hier natürlich die klassischen Blue-Eyes-Artworks. Ich feiere das ja am meisten.
Das am zweitmeisten. Das ist natürlich auch nice, die beiden hier. Das ist auch ganz cool. Von Movie Pack. Dann hier so Ritual, blauäugiger Chaos Max Drache. Blauäugiger ultimativer Drache. Blauäugiger ultimativer Drache. Richtiger Zungenbrecher. Ja, und dann noch so ein paar mehr blauäugige weiße Drachen. Dunkler Magier, nochmal Nexodia. Einfach ein paar schöne OG-Karten. Dann Toon-Karten, weil ich auch Maximilian Pegasus übel feier. Diese ganzen Toon-Karten sehen richtig cool aus, finde ich. Richtig cooles Artwork. Auch bei Duel Links, wo Duel Links rauskam, da konnte man gegen Maximilian Pegasus spielen. Und das fand ich auch mal richtig cool. Deswegen habe ich mir auch die Karten geholt. Wollte mir auch ein Toon-Deck holen, aber die paar wichtigen Karten, da sind schon relativ teuer und das ist eigentlich kein gutes Deck. Das ist halt ganz, ganz spaßig. Ja, dann hier einfach so ein paar Ultra Rares von der Kyber Collection. Ja, Chaosgöttin, X-Kopfkanone, Y-Drachenkopf, Z-Metallpanzer. Bisschen random die Karten. Der hier sieht richtig geil aus, das Secret. Dieser Tristan da auch ein richtig geiles Secret. Auch der Blockmann finde ich einfach witzig, einfach so eine Lego-Yu-Yu-Karte. Das hier. Diese Karte hatte ich früher mal. Ich weiß nicht, ob ich den Ultimate Rare hatte oder so, ob es die überhaupt einen Ultimate Rare gab. Auf jeden Fall hatte ich diese Karte hier und die habe ich getauscht gegen so eine Scheiß-Sphinx-Karte. Es war nicht wirklich schlimm, aber ein bisschen schade. Dann noch so ein paar Blue-Eyes-Karten. Auch richtig krasses Secret, die hier, finde ich. Ja, einfach ein paar schöne Karten. Blue-Eyes feiere ich einfach. Einfach ein cooles Deck. Ja, dann sind hier noch so ein paar andere Random-Karten. Irgendwie sieht man in dem Licht gerade nicht so gut die Rarities, aber die meisten Karten hier sind halt Super Rare oder Ultra Rare oder so. Gold Rare, was auch immer. Und hier Beschworene Elysium, eines der geilsten Secret Rares. Dieser magische König Mond hat auch ein richtig geiles Secret. Dieser Weihnachtsinterwetter, den hat mir mein Verkäufer geschenkt. Für Card Market, bei meinen ersten Einkäufen, habe ich mich richtig drüber gefreut. Die Karte hier ist auch aus Japan. Genau. Keine besonderen Sachen. Ich habe mal so für 1000, so zu 1000 Karten gekauft. So Bulk. Da waren halt voll viele von den Karten hier dabei. Die Karte hier, der fand ich auch richtig cool, dass die so ein Parallel Secret Rare hatte. Genauso auch hier bei der Exodia, obwohl das da nicht so gut rauskommt. Aber vor allem auch bei diesem Magician of Black Chaos Max. Richtig cooles Artwork, die Karte. Und auch der blauäugige ultimative Drache natürlich. Klassiker. Ja, hier ist jetzt nicht mehr wirklich was Interessantes. Keine Ahnung, ob man das mit den Karten hier machen kann. Ich glaube, in ein, zwei Decks habe ich schon gesehen, dass man die spielt. Aber nur sehr selten. Die finde ich auch witzig. Künstlerkumpel Ein und Künstlerkumpel Horn. Genau. Genau, und das war es dann schon mit den beiden da. Ja. Hier ist noch diese Zodiac-Schakanine. Früher war die ein bisschen teurer, wo ich die bekommen habe. Ja, genau. Einfach noch ein paar Karten, die ganz, ganz cool sind. Aber man sieht halt die Rarity echt schlecht. Ich hole mal kurz hier eine raus. Vielleicht sieht man es dann. Also das ist halt zum Beispiel echt ein schönes Ultra-Rare, so eine klassische Karte. Brain Control. Einfach über der Klassiker. Ja. Genau, das war's dann schon mit dem Video. Im nächsten Teil und im letzten Teil, da geht es dann um meine zwei neuesten Binder. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao.